Und herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Heute machen wir wieder ein Rezept, was ein totales Basic ist und in keiner Küche fehlen darf. Und zwar ein Nudelschinkengratin. Damit kriegt ihr ganz viele Leute satt und zwar ganz schnell, ohne viel Zeitaufwand. Und das Rezept, was ich jetzt mache, das reicht definitiv für 6 Personen. Ihr könnt es natürlich, wenn ihr einen kleineren Haushalt seid, auch halbieren. Aber top, schnell, lecker. Was will man mehr? Ich zeige euch mal, was wir dafür brauchen. Ich benutze jetzt hier 500 Gramm Penne. Ihr könnt natürlich auch hingehen und Hörnchennudeln nehmen. Halt nur nicht Nudeln, die halt so zusammenkleben können wie Bandnudeln. Die würde ich jetzt wirklich nicht empfehlen. 400 Gramm Kochschinken, dann 200 Gramm Gouda. Ich habe mittelalten genommen, in Stücke geschnitten, die habe ich noch im Kühlschrank stehen, weil wenn der Käse gekühlt ist, dann lässt er sich leichter schreddern. Dann habe ich hier 2 Zwiebeln, das sind ungefähr 100 Gramm, die habe ich halbiert und 2 Knoblauchzehen. Wir brauchen Olivenöl, etwas Tomatenmark, 400 Gramm Sahne. Dann brauchen wir Salz, schwarzen Pfeffer, Zucker, Muskat, Paprika, Rosenscharf. Wir brauchen Schnittlauch. Da könnt ihr 2 Esslöffel tiefgekühlten nehmen oder frischen, gerade was ihr halt zu Hause habt. Und wir brauchen Schmelzkäse, 100 Gramm. Das war's eigentlich schon. Und wir beginnen damit, dass wir eine Auflaufform fetten. Ich habe jetzt hier so eine große, die war mal im Angebot und die ist wirklich cool. Ich gucke mal, ob ich die für euch finde. Wenn ich sie finden sollte, schreibe ich es unten in die Empfehlungsliste und die werde ich jetzt zuerst einmal einfetten. Wir beginnen damit, dass wir hingehen und unseren Schinken in Würfel schneiden. Ich habe den jetzt einfach aufeinander gestapelt und dann werde ich den einmal so schneiden und dann bekomme ich schöne gleichmäßige Würfel. Fertig geschnitten hole ich mir dann meine Auflaufform, gebe meine Nudeln hinein, dann kommen die Würfel dazu. Das mische ich jetzt einfach ein bisschen. Das darf man mit sauber gewaschenen Händen, darf man das mit der Hand machen. Das ist ja der Spaß beim Kochen an sich, gell? So. Wunderbar. Reicht schon. Dann setze ich das auch zur Seite. Als nächstes heizen wir unseren Backofen vor und zwar 200 Grad Ober-Unterhitze. Wir nehmen unsere Zwiebel, unsere Knoblauchzehen ab in den Mixtopf und natürlich den Innenraumverkleinerer wieder rein, damit das richtig schön alles unten beim Messer bleibt und nicht immer so hochgeschleudert wird. Dann habt ihr ein besseres Schnittergebnis und das zerkleinern wir 5 Sekunden auf der Stufe 5. Ich zeige euch das mal, ne? So. Schaut, das bleibt richtig schön unten. Und das Ergebnis ist sehr schön und gleichmäßig. Dann mache ich jetzt 2 Esslöffel Olivenöl dazu. Und das wollen wir jetzt dünsten. Und zwar 3 Minuten. 120 Grad auf der Stufe 1.
wunderbar gedünstet hat. Schaut mal. Ja. Und jetzt geben wir dazu 2 Teelöffel Tomatenmark. Vom Schmelzkäse 100 Gramm. Als nächstes einen halben Teelöffel schwarzen Pfeffer. Zwei Teelöffel Salz. Einen Teelöffel Zucker. Vierhundert Gramm Sahne. Als nächstes geben wir 1 Liter Wasser dazu, 4 Esslöffel Speisestärke, 2 Messerspitzen Muskat, 1 Paprika rosenscharf eingestrichenen Teelöffel. Und 2 Esslöffel Schnittlauch. Ich nehme jetzt den gefrorenen. Das verrühre ich jetzt kurz, damit die Stärke halt nicht einfach so geklumpt da drin liegt. Und das wird jetzt 8 Minuten. Auf 100 Grad und die Stufe 3 aufgekocht. Die 8 Minuten sind rum. Schaut mal, so sieht es jetzt aus. Und das kommt jetzt einfach über die Nudeln. Das duftet jetzt schon total lecker. So. Diese großen Formen sind toll, wirklich. Weil, ob ihr jetzt eine kleine oder mittlere oder eine große Portion machen wollt, ihr braucht nur diese eine Form. Ich habe zwar auch noch andere, aber verliebt bin ich in die hier. So, und wisst ihr, was ich jetzt gemacht habe? Ich hatte eben vergessen, den Käse aus dem Kühlschrank zu holen. Den sollte ich nämlich eigentlich als erstes machen. Falls ihr nur, ich schreibe das auch jetzt unten ins Rezept rein, dass ihr das zuerst macht. Aber wenn es euch jetzt genauso passiert ist wie mir, dann könnt ihr euren Mixtopf spülen und kalt ausspülen und dann trocknen. Oder ihr greift nach hinten und holt euch den zweiten Mixtopf. Und dann wird der Käse geschreddert. Und zwar 15 Sekunden auf der Stufe 6. Schaut mal, so schön ist er jetzt geschreddert. Den verteile ich jetzt über dem Auflauf. Ach, wisst ihr was? Mit der Hand geht das doch viel besser.
So, was stellen wir uns denn hier an? Und das stelle ich jetzt auf die mittlere Schiene aufs Rost. Und dort bleibt der Auflauf für ungefähr 30 bis 40 Minuten, je nachdem wie euer Ofen ist, müsst ihr mal schauen. Jetzt zeige ich euch mal, der Auflauf ist fertig, das Gratin. Und das ist so schön und so lecker. Dazu gibt es bei uns jetzt einen frischen Salat. Und ich will euch aber noch was dazu zeigen. Und ich habe ja wieder ein neues Gadget und das wollte ich euch jetzt noch kurz vorstellen. Und zwar meine Salatschleuder. Das ist jetzt nicht so ein großes Teil, wenn ihr die Hand seht, ne? Also für zwei Personen ist das kein Problem. Wenn ihr halt mehrere Leute seid und mehr Salat machen möchtet, dann müsst ihr zwei Durchgänge machen. Aber das ist jetzt für mich zu Hause, wenn ich große Mengen mache, nehme ich immer meine normale Salatschleuder. Aber für so ein Zwei-Personen-Haushalt ist das wirklich absolut genial und vor allen Dingen, wenn ich verreise. Ne? Wenn ich verreise, nehme ich ja den Thermi mit und dann hat man ja oftmals auch keine Salatschleuder. Den stelle ich einfach hier oben aufs Messer drauf. Ne? Hier habe ich schon Tomaten und Mais fertig und meine Salatsoße mit Kick. Die werde ich euch mal verlinken hier oben. Die ist auch sehr, sehr lange haltbar. Und ich habe jetzt hier meinen Salat gewaschen und den mache ich hier rein. Ich denke, dass ich doch zwei Portionen machen muss. So, stelle ich einfach hier oben drauf und lasse das jetzt mal 2 Minuten einfach durchlaufen. Das mache ich normalerweise schon, während ich die anderen Zutaten für den Salat vorbereite oder so. Das läuft dann nebenher und nimmt eigentlich keine extra Zeit in Anspruch. Und das lasse ich jetzt anlaufen auf Stufe 3. Die 2 Minuten sind rum. Jetzt zeige ich euch das mal. Na, schaut mal, so schön. Der ist richtig schön trocken. Kann ich direkt rausnehmen und hier reingeben und jetzt zeige ich euch mal, seht ihr, und das Wasser hat da jetzt rausgeholt und dann mache ich ganz einfach meine nächste Portion, den Rest. Weil das nur ganz wenig ist, reicht, denke ich, auch schon 1 Minute, die ich es anlaufen lasse auf der Stufe 3. Ups. Na, auch hier wieder wunderbar trocken. Kann ich einfach in die Schüssel machen, fertig. Dann ein bisschen mit klarem Wasser ausspülen, abtrocknen, fertig. Und dann habt ihr nicht immer diese riesengroße Salatschleuder. Dann kommt noch einfach meine Salatsoße drüber. Wenn die etwas länger gestanden hat, dann müsst ihr die ein bisschen aufschütteln, einfach nur. Deswegen die Flasche nicht ganz so voll machen, damit ihr noch Möglichkeiten habt zum Schütteln. So, und dann ist das Essen für heute Abend eigentlich auch schon fertig. Ich werde wie immer euch ein Foto machen, wenn es angerichtet ist. Und ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß bei der Nachbereitung. Und er schmeckt wirklich super klasse. Und es ist so schnell zubereitet. 30 Minuten fertig ab in den Ofen und frischen Salat dazu. Und ich freue mich jetzt total und werde den Tisch decken und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Eure Claudia. Ciao.